Was wissen wir denn bereits über die neue Omikron-Variante? Was können Sie uns da schon erzählen? Ja, Sie haben ja schon gehört, dass man auf der einen Seite sicherlich eher mal schon sagen kann, dass sie infektiöser ist. Das heißt, die Verbreitung wird deutlich rascher vonstatten gehen. Das, was wir sicherlich noch nicht wissen, ist, ob sie gefährlicher ist oder weniger gefährlich ist. Da gibt es noch immer zwei Richtungen, die möglich sind. Und da braucht es noch einige Zeit, bis man hier wirklich sagen kann, dass es entweder eine Entwarnung gibt oder doch, wo man eher davon ausgehen muss, dass sie problematischer ist. Das ist einmal die Situation. Abschließend kann man dazu noch nichts sagen. Ein wesentlicher Punkt ist, was Sie angeführt haben, dass vor drei Wochen zwar aufgetaucht ist, man muss schon davon ausgehen, dass die Variante schon deutlich früher in Europa war. Also dass sich jetzt nicht erst nach dem ersten Entdecken und tatsächlicher Bestätigung hier verbreitet, sondern die muss sicherlich schon früher da gewesen sein. Davon muss man auch ausgehen. Ein weiterer Punkt, von dem wir nicht überrascht sein dürfen, ist klar, dass es eine neue Variante gibt. Bitte, von Anfang an wurde gesagt, dass es unzählige Varianten geben wird, auf die wir uns einstellen. Das ist evolutionsbiologisch so, dass sich das Virus eben über die Zeit entwickelt und verändern wird. Und von daher gilt es eines jetzt, dass man auf der einen Seite jetzt eben aufpasst, die Vorsicht teilt, auf der anderen Seite aber gleichzeitig sagt, bitte, das sind alles Maßnahmen, die wir ergreifen, die gegen einen respiratorischen Erreger sind. Und diese Maßnahmen kennen wir bereits, das ist nichts Neues. Dass sich das jetzt so schnell ausbreitet, ist auch natürlich, vor einem halben Jahr ungefähr hat Delta, sagen wir mal, das Kommando übernommen. Davor war es ja die Alpha- und die Beta-Variante. Delta hat sich ja eben wesentlich schneller verbreitet als diese Varianten zuvor. Jetzt dürfte ja Omikron hier nochmal wesentlich einen enormen Turbo nochmal hinten nachlegen. Also wir hören da beispielsweise in England, wie sich da die Zahlen der Omikron-Varianten der Infektionen innerhalb von 2 bis 3 Tagen verdoppeln. Also sprich, da werden wir einen rasanten Anstieg hier wahrscheinlich auch sehen. Was bedeutet das? Wie können wir uns dagegen schützen? Können wir uns dagegen schützen? Wollen wir uns dagegen schützen? Was sagen Sie dazu? Ja, ob wir uns dagegen schützen wollen, das Letzte ist, ich denke ja, weil es ja sinnvoll ist. Ob wir uns schützen können? Na, selbstverständlich, weil im Prinzip alle Maßnahmen, noch einmal, die ausgerichtet sind, um eine Verhinderung, um einen respiratorischen, um einen Atemwegsinfekt zu verhindern, die kennen wir. Das ist die simple AHA-Regel plus jetzt im Innenraum lüften. Also da müssen wir nichts dazulernen. All das, was gegen Delta und Alpha oder gegen den Wuhan-Typ hilft, hilft auch jetzt. Also da brauchen wir nichts dazu erfinden. Die einzige Frage, die sich stellt und die sicherlich noch nicht negativ zu beantworten, ist, inwiefern die Impfung umgestellt werden muss, ja oder nein, und wie hoch der Grad der Schutzimpfung ist. Aber Fakt ist, dass bereits die Impfungen, beziehungsweise wenn sie 3 Teilimpfungen haben, dass die auch einen Effekt hat, eben einen schweren Verlauf hintanzuhalten. Also noch einmal, es ist wichtig, dass man hier jetzt eben abgestellt auf diese neue Variante einen genauen Blick drauf hat, wie verbreitet sie sich, wo zuerst und was können wir dagegen tun, aber hier auch die Maßnahmen ausbalanciert halten. Mehr ist es im Grunde genommen nicht. Das bedeutet auf der einen Seite Vorsicht, auf der anderen Seite aber auch, dass man jetzt die Leute nicht panisch macht, weil das alles hat keinen Sinn. Und gerade in einer Zeit, wo es eh schon so hin und her gegangen ist und das schon so lange dauert, hat gerade eine Stimmung, jetzt wird es nur schlechter, überhaupt keinen Sinn, weil das kann man, von dem kann man nicht gleich ausgehen. Was bedeutet das denn jetzt auch für Menschen, die zum Beispiel jetzt mittlerweile schon infiziert gewesen sind? Da gibt es in Österreich bereits über 1 Million. Kann ich mich dann nochmal anstecken, jetzt auch mit dieser neuen Variante und auch gleichzeitig, wenn ich jetzt einen PCR-Test habe, der positiv ist? Wie erfahre ich dann überhaupt, ob ich jetzt Omikron habe oder welche Variante ich habe? Wie lange dauert so eine Segmentierung? Denn wir wissen ja zum Beispiel auch in Schulen, da ist es jetzt dann so, wenn es ein Omikron-Fall ist, dann plötzlich gelten alle als K1, müssen sofort in Quarantäne, aber gleichzeitig, wie lange dauert es dann, bis das überhaupt bewusst ist, ob das Omikron oder eben zum Beispiel Delta ist? Ja, eine sehr wichtige Frage Nummer eins. Es gibt natürlich die Frage, erst einmal gibt es eine Möglichkeit, aus so einer Art Screening da durchlaufen zu lassen. Das geht relativ schnell. Aber tatsächlich, dann der Nachweis, der dauert eben länger.
Und von daher gilt es bei der Quarantäne, naja, leider Gottes müssen dann alle Kinder eben in Quarantäne. Da kann man drüber reden, inwiefern das sinnvoll ist oder nicht. Aber selbstverständlich dauert dann die Sequenzierung dann einige Tage. Und das wird abhängig davon sein, wie viele Fälle jetzt auch pro Tag auftreffen. Das ist auch klar. Es gibt ja auch eine Frage der Ressourcen und wie schnell das geht. Aber es geht sicherlich nicht sehr schnell. Das wissen wir, es dauert einige Tage. Aber der Schnee ist schneller. Und das heißt, die Betroffenen, die erfahren das dann auch, dass sie Omikron haben? Oder wie ist das dann? Weil das ist wahrscheinlich auch hilfreich. Klarerweise gehe ich schon davon aus, in dem Moment, wo das Screening test positiv ist, dass man hier eine Benachrichtigung erhält. Mhm. Okay, dann natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich, wir haben schon die Schüler und Kinder natürlich angesprochen. Da gibt es ja auch, einerseits wurde heute schon gesagt, dass in den nächsten Tagen auch schon die Impfempfehlung für die Boosterimpfung an die 12-Jährigen und darüber hin ausgehen wird. Und gleichzeitig sind ja die Impfstraßen jetzt auch schon aufgerüstet für die Kleinen, also sprich die 5- bis 11-Jährigen, oder? Naja, das ist richtig. Nummer eins, morgen, so auch der Minister gemeint hat, wird das herausgegeben. Das Nationalimpfgremium arbeitet ja schon an diesen Empfehlungen schon relativ lang. Es wird nicht sehr anders sein wie bei den Erwachsenen, ehrlich gesagt. Also die 6 Monate bzw. 4 Monate unter bestimmten Bedingungen von Abstand von der zweiten Teilimpfung. So wird das sein. Und auch, ja, die Impfstraßen für die 5- bis 11-Jährigen werden dann neu bestückt. Auch das ist jetzt laut Impfgremium auch ein wichtiger Punkt. Und dem schließe ich mich natürlich auch an. Ja, es ist sinnvoll, weil egal, ob das jetzt Delta, Alpha oder was auch immer ist, wir sehen schon, dass die Impfung, die Schutzimpfung eine sehr wichtige Stellschraube ist. Das wurde auch heute bei einer Pressekonferenz gesagt, dass auf jeden Fall die dritte Impfung, also die Booster-Impfung auf jeden Fall auch Sinn macht, also dass man davon ausgeht, dass es auch zu einem gewissen Grad, also da wurde von 70-75% gesprochen hier, gegen die Omikron-Variante hilft. Jetzt ist es natürlich so, dass auch etliche Menschen noch gar nicht so weit sind, dass sie diese Booster-Impfung bekommen können, aber es gibt doch einen ganz großen Teil der Bevölkerung, für die das schon möglich ist. Nochmal kurz zum Thema Verschärfungen. Denn wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ja die Delta-Variante sich auch trotz der Maßnahmen so ausgebreitet hat, wie sie sich ausgebreitet hat vor dem Lockdown, gibt es dann überhaupt noch, also wie können wir dann jetzt wirklich auch sagen, na gut, bei der Delta-Variante haben wir schon nicht geschafft ohne Lockdown, wie sollen wir das dann bei der Omikron-Variante, die sich noch viel schneller verbreitet, ohne Lockdown schaffen? Ja, na, schon etwas, wir wissen ja, wie es geht. Es war ja teilweise auch zeitverzögert, dass die Politik dann entsprechend reagiert hat. Es war ja wiederum ein völlig anderes Setting. Jetzt, was Sie jetzt gerade gesagt haben, ist ja bereits ein Teil der Lösung, nämlich, dass man aus der Vergangenheit lernt. Und wir haben gelernt, hoffentlich, soweit davon gehe ich aus. Und ich möchte nochmal daran erinnern, wir haben eine 3G-Regel am Arbeitsplatz. Die ist ja aus meiner Sicht ein bisschen zu spät gekommen, aber jetzt haben wir sie. Wir haben 2G-Regelungen dort für diese und jene Aktivitäten. Und letztendlich gibt es jetzt doch durchgängig, und zwar für alle Bundesländer, die FP2-Maskenpflicht in Innenräumen. Also damit hast du schon sehr viel Werkzeug in der Hand. Aber ein wesentlicher Punkt ist, und ich bin dankbar, dass Sie es angesprochen haben, es geht jetzt nicht mehr darum zu erklären, wie gehen wir von einem Lockdown zum anderen, sondern es geht darum, wie wir mit diesen, ganz ehrlich gesagt, einfachen Maßnahmen, mit den sogenannten G-Regelungen und mit bestimmten anderen kleinen Maßnahmen, sprich FP2-Maske, da durchkommen. Wenn man jetzt im Hinterkopf haltet, dass man hier auch jetzt ausreichend Impfdosen zur Verfügung hat, und zwar für alle Altersgruppen, plus, und davon gehe ich auch aus, dass man wiederum die Nachverfolgung mit Ressourcen besetzt hat, weil man gesehen hat, wie schnell es gehen kann, dass man eben hier die Nachverfolgung eigentlich einstellen kann. Wenn unter diesen Gesichtspunkten das wiederum optimalisiert wird, warum sollen wir schon wieder über einen Lockdown reden? Das sehe ich jetzt wirklich nicht ein.